Servus Kameraden, willkommen zurück zu WUT Live. Ich bin Keule und wir schauen heute mal auf die Panzer mit Special Matchmaking auf Stufe 8. Special Matchmaking heißt für alle, die es nicht wissen, Panzer, die maximal eine Stufe höher oder auf dieselbe Stufe gelistet werden. Also maximal eine Stufe höher ist Special Matchmaking und das sogenannte High-Tier Matchmaking ist ein Panzer, die maximal auf ihrer eigenen Stufe fahren. Davon gibt es, glaube ich, insgesamt drei Stück, wenn ich das richtig weiß. Valentine 2, dann den deutschen B2, glaube ich, und den Light VEC aus Großbritannien auf Stufe 2. Die anderen beiden sind auf Stufe 4. Jetzt geht es um Stufe 8. Insgesamt gibt es 11 Fahrzeuge. Wenn man es ganz genau nimmt, sind es eigentlich nur 10, denn der IS-6 und der IS-6B sind beide da vertreten. Und es sind aber komplett identisch, von daher sind es insgesamt nur 10 Fahrzeuge. Warum die Special Matchmaking haben, liegt fast immer am Durchschlag. Fast immer am Durchschlag. Der beträgt in der Regel so um die 200 oder deutlich weniger. Es gibt trotzdem den einen oder anderen Panzer, die man sich eventuell holen kann, damit man, ja, sag mal, dieses Special Matchmaking auch wirklich ausnutzen kann. Die meisten sind für diese Anordnung trotzdem zu schlecht, sind im Achtergefecht und im reinen Achtergefecht deutlich besser aufgehoben und sollten dementsprechend eigentlich nie gegen Neuner antreten. Aber Wargaming ist da ein bisschen zickig und lässt die Fahrzeuge dann eben doch gegen schwere oder deutlich schwerere Gegner antreten. Einer der Panzer, die, sagen wir mal, vom Durchschlag her zumindest mithalten könnten, den gibt es hier hinten, das ist der FCM 50 Tonnen. Den können wir uns gleich mal ganz kurz aus der Nähe anschauen. Hat 212 mm Durchschlag auf Standardmunition und 259 auf Premium. Ist allerdings in puncto Panzerung mit einem schweren Panzer ja, eigentlich nicht zu vergleichen. Hat zwar 120 mm am Turm frontal und 120 mm an der Wanne. Ist aber viel zu wenig. Wenn man gegen Achter antritt, die teilweise mit deutlich über 200 Durchschlag daherkommen, hat man in der Regel keine Chance, gar nicht als schwerer Panzer. Typischer Panzer, der ja, eigentlich deutlich zu schwach ist, muss man einfach mal so sagen, wie es ist. Zwei Fahrzeuge kommen in Frage. Das ist einmal der T26 E4 Super Pershing, der meiner Meinung nach noch ein recht vernünftiger Medium mit Special Matchmaking ist, 202 mm Durchschlag auf der Standardmunition. Und der andere ist der IS-6 bzw. der IS-6B. Die anderen habe ich hier einmal ganz kurz aufgelistet. Nur mal so zum Herzeigen. T34-3 kommt mit 196 Durchschlag daher. Hat ja, eigentlich nicht richtig viel Gutes zu bieten. Eher eine schwache Kanone, eher einen vernünftigen Turm, aber mit 200 mm sind wir da auch schon recht gut aufgeschmissen. 100 mm Wandpanzerung ist zu wenig. Im Großen und Ganzen ein nicht mal mehr solider Panzer, absolut unnötig. Standard. Der 112er ebenfalls nur 196 Durchschlag, 390 Alpha-Schaden haben sie ja beide. Ebenfalls ein Panzer, der ja einfach zu wenig mitbringt. Hat zwar 240 mm Turmpanzerung, ist aber im Großen und Ganzen ebenfalls eher ein bisschen zu schwach. Keine Ahnung, warum ich da den IS-6 unbedingt mit dazu nehme, aber der fährt sich meiner Meinung nach ein bisschen agiler. Ich habe den selber nicht auf dem Account, bin allerdings schon des Öfteren Probe gefahren. Von daher würde ich auf jeden Fall den IS-6 eher mitnehmen als den 112er, obwohl der offiziell ein bisschen weniger oder deutlich weniger Turmpanzerung hat. Dann haben wir den Type 59, früher mal eine absolute Legende gewesen. Inzwischen mit 185 Durchschlag weit, weit weg von irgendeinem Fahrzeug, was gefährlich werden könnte. Wenn ihr den Premium Only spielt, habt ihr eventuell eine Chance, ein bisschen Schaden abzugreifen. Ansonsten das Fahrzeug deutlich zu schwach, hat zwar einen recht vernünftigen Turm, aber ja, Feuerkraft und Bewegung oder Beweglichkeit und Feuerkraft ist eigentlich das A und O und das fehlt ihm einfach, ist der Type 59 ein bisschen oder ein ganzes Stückchen zu schwach. WZ-111 macht dann den vierten chinesischen Panzer auf Stufe 8 voll. Wir haben vier chinesische Panzer mit Special Matchmaking auf Stufe 8, das muss man sich mal reinziehen. Ebenfalls 196 Durchschlag, 390 Alpha-Schaden, eher zu schwach die Kanone. Auch der Turm mit 230 mm recht okay, Großen und Ganzen aber das Fahrzeug einfach zu lahm. Dann haben wir einen TD, der hier ebenfalls mit Special Matchmaking daherkommt, absolut keine Kaufempfehlung. 212 mm für den Jagdtiger 88 Pack 43. Die Kiste ist
ganz klar oder müsste ganz klar überholt werden. Der braucht auf Standardmunition deutlich mehr Durchschlag. Hat zwar von allen Panzern hier am meisten, aber ist ein Jagdtiger. Der gehört überhaupt nicht in die erste Reihe. Hat zwar 250 mm Frontal, trotzdem relativ leicht zu durchschlagen. Hat die Schwachstellen direkt aufgemalt. Gibt es absolut nichts an dem, was irgendwie interessant wäre. Absolut keine Kaufempfehlung. IS-6, wie gesagt, ist einer der Panzer, mit dem man umgehen kann, halbwegs. Geht natürlich ein bisschen unter. Neben einer IS-3 hat sie natürlich eher nicht so die Chancen, weil die eine deutlich bessere Kanone hat und auch ein bisschen mehr Panzerung. Gegen den Defender hat er ebenfalls absolut keine Chance. Man muss bei fast allen dazu sagen, dass da mit genügend Premium-Munition auch ein bisschen was möglich ist. Bei der IS-6 ist das keine Ausnahme. Dann haben wir KV-5, kommt ebenfalls mit 196 Durchschlag daher. Der Turm eine zu große Schwachstelle, auch wenn er 190 mm Panzerung hat und die Wanne mit 180 mm daherkommt, der auch recht vernünftig angewinkelt ist, was die Turmpanzerung angeht, hat er einfach zu viele Schwachstellen und ist mit seinen über 100 Tonnen eigentlich noch deutlich zu langsam. Nur 1200 PS, das ist auf jeden Fall zu wenig. Ein Panzer, das sich ebenfalls absolut nicht lohnt. Dementsprechend würde ich den KV-5 ebenfalls rausnehmen. Und dann bleibt noch das M6A2E1 Alien. Ebenfalls in meinem Besitz, habe ich mir damals gekauft, weil Motility den so empfohlen hat. Absoluter Fehlkauf, ein schreckliches Gerät, hat zwar 204 mm Durchschlag, aber im Großen und Ganzen zu klobig, zu schwer, zu groß, Turm insgesamt zu anfällig, auch wenn er hier mit 230 mm daherkommt. Turmpanzerung an der Seite hat er nur 90, das ist zu wenig. Hier oben diese ganze Platte, riesengroße Schwachstelle. Im Nahkampf und er kommt am Nahkampf nicht vorbei mit einer Genauigkeit von 0,38. Absolut keine Chance, den irgendwie vernünftig einzusetzen. Dementsprechend ebenfalls Panzer deutlich zu schwach. Ich bleibe dabei, wir sind mit dem Super Pershing und mit der IS-6 recht gut aufgehoben. Und ich würde sagen, wir werden uns die beiden mal im Gefecht anschauen. Zuerst mit dem Super Pershing. Ich hoffe, dass ich da was Vernünftiges für euch hinzaubern kann und ihr mich gleich live wiederseht. Und ich würde sagen, gucken wir mal, was die Kiste so drauf hat. Bis gleich. So, das sind wir auch schon gelandet in einem reinen Achtergefecht. Wir sind auf Berlin unterwegs und haben hier, ja, Standardgefecht. Legen Sie neben uns haben einen Kandidaten, der hat auf jeden Fall weniger Durchschlag, allerdings seine Mobilität, sein Tarnwert und seine recht vernünftige Premium-Munition machen es möglich, dass er auch gegen Zehner recht gut aussieht. Hat echt eine extrem starke Sichtweite. Eigentlich ein Light. Hat auch einen Light-Aufbau. Ich glaube, der müsste eine Batchet 12 Tonnen Unterwanne sein. Bin gar nicht sicher. Ja, natürlich fahre ich hier dagegen. Wohin denn sonst? Ja. Und eine 105 mm Kanone drauf. Auf jeden Fall ein interessantes Fahrzeug, der Borast. Mit 190 Durchschlag kommt er auf Standardmunition daher. Trotzdem kein Special Matchmaking. Also nur der Durchschlag allein ist natürlich nicht ausschlaggebend. Aber bei den meisten Panzern ist es einfach so, dass die Bewaffnung einfach zu schwach ist. Punkt. Das würde ich mal direkt so unterschreiben. So, zweimal Arti. Pro Seite. Ich kriege auch gleich den ersten ab. Warum auch nicht? Panzer ist ein dicker, fetter Klotz. Fühlt sich zwar recht agil an, ist allerdings in puncto Mobilität einfach mal zu schwach. Kein richtiger Medium in dem Sinne. Ein überschwerer Medium. Was haben wir denn da? Erstmal in die Panzerung geschossen. Kann man machen. Bisschen Arti offen. Können wir nur auf die eigene Arti hoffen. Das hat sogar gereimt. Wahnsinn. Okay. Borast wird ein bisschen zusammengeschossen. Abgeprallt. Nee, hab mich nicht mal getroffen. Der Schuss ging irgendwo ins Nirgendwo. Wir sind FCM 50 Tonnen. Ja, er hat an der Front vorne nichts verloren. Tut mir leid.
Eine 90 mm Kanone, da können wir nichts machen gegen den. Boah, wo geht denn der Schuss hin? Keine Chance, ja. Und das ist die nächste Artillerie. Das bleibt hängen. Mit der kleinen Kanone. Da können wir auf jeden Fall Schaden machen am UDIS. Da haben wir einen oben drauf. Wir müssen der Arti ein bisschen aus dem Weg gehen. Die können tatsächlich uns gefährlich werden. Ja, sicher. Da haben wir eben noch eine mit. Holen uns den Kill. 586 Schaden gemacht. Viel ist es nicht. 3:3 steht's. Nicht hoch genug. Probieren wir mal. Nein, ich brauche auf jeden Fall zu ungenau. Ah, Panzerung nicht durchschlagen. Es ist der eher mittelmäßige Turm vom Gardepanzer. Aber zumindest mit der Möglichkeit, wenn er nach hinten geneigt ist, ein bisschen Munition abzuwehren. Kann man hier nicht besonders viel machen. Es tut mir ein bisschen leid, dass ich ja nicht mehr zeigen kann. Ein bisschen was von der Panzerung haben wir gesehen. Jetzt sehen wir ein bisschen was von der Gun Depression. Richtig große Hilfe bin ich ja nicht. Leider. Schade. So, der ELC EW90 könnte da tatsächlich ein bisschen das Zünglein an der Waage sein. Aufgegangen? Ich glaube nicht. Drüben dürfte nichts mehr sein, nur noch bei der Artillerie und die Jungs da drüben. Sind wir genau genug oder nicht? Probieren wir aus. Wir sind genau genug, aber es bringt uns halt nichts. Hier. Da ein bisschen Arti. Aber kein Schuss drauf. Dürfte abgelenkt sein, dürfte nicht durchkommen. Und wir gehen hier die letzte Arti jagen. Da gehen wir noch einen ab, so wie es aussieht. Frontal recht schwer zu durchschlagen. Zumindest für eine 90 mm Kanone absolut keine Chance. Könnt ihr machen, was ihr wollt. Also es war jetzt recht wenig zu sehen vom Fahrzeug. Wir machen gleich eine zweite Runde hinten dran. Aber so ungefähr funktioniert es. Wir haben ja eine Möglichkeit, hier und da ein bisschen Panzerung ins Spiel zu bringen. Wenn genau gezielt wird, hier oben auf meine Schwachstellen, Kommandanten oder Richtschützenluke, habt ihr keine Chance. Da ist dann relativ leicht zu unterschlagen. Aber vorn, direkt am Ring, um die Kanone drumherum, gibt es keine Möglichkeit. Den zu erschlagen, der hat sogar einen T95 mit Standardmunition. Riesenprobleme. Mit Bremenmunition teilweise auch. Das ist so. Ja. So, guck mal, was es dafür gibt. 37.000 plus. 9 Schüsse abgegeben, 7 getroffen, 4 erschlagen. Das ist absolut nichts, wenn man so genau nimmt. Und wir haben einen Kill geholt und 594 Basis-XP. Das ist eigentlich nicht zum Anbieten. Deswegen gibt es gleich noch, wie gesagt, die zweite Runde hinterher. Und die hängen wir gleich hinten dran. Punkt und aus. Machen wir gar kein großes Federlesen hier. Es geht wieder gegen Achter. Nur gegen Achter. Nur eine Artillerie ist mal pro Seite. Das ist okay. Und wir haben einige schwere Panzer. Bist du narrisch? So muss es eigentlich sein. 7 schwere Panzer. Sehe ich das richtig? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tatsächlich. Auch ordentliche Kaliber dabei. Mit dem VK 109P. Ordentlich Panzerung. Kreisler GF. Schwer zu unterschlagen. 2 auf Terra, 1, 2, 3 TDs und eine Arti. Mit der Aufstellung komme ich auf jeden Fall, ja, finde ich okay. Das ist absolut in Ordnung. 2 Aufklärer ist okay,
Drei TDs, meinetwegen, warum nicht? Eine Arti, das ist das Maximum. Mehr braucht man nicht. So, wir haben es natürlich gleich gefunden, die Füße breit treten, davon gehe ich mal aus. Ich hoffe, dass wir wenigstens einen auf der haben, der auf die linke Seite fährt. Dann gehen wir wieder dahin oder dahin. Schön nach vorn. Welche Mobile? Doch, ein Progetto haben wir, T-44. Ich hoffe, dass wir nicht gleich von hier drüben beschossen werden. Werden wir nicht. Kein Aufklärer auf die linke Seite fährt. Beide fahren auf dieselbe Stelle. Hier ein bisschen ungünstig. Oh, oh, oh. Der wird uns jede Menge Nerven kosten. Artillerie weiß sofort, wo wir sind natürlich. Ja, viel machen wollen wir ja nicht. Können wir auch nicht. Arti müsste da mal reinhalten, und zwar so richtig, dass da Ende ist. Keine Möglichkeit, sich hier zu entfalten, solange wieder drüben dieses kleine Schreckgespenst herumsteht. Kommt hier eventuell wieder raus. Alle sind abgelenkt. Natürlich, hat da genau alles richtig gemacht. Zwei, drei Kanonen hier drüben hin zeigen. Der Löwe zieht sich schon zurück, wenn ich das schon sehe. Wird mal übel. Komm noch mal raus, bitte. Ich muss ja kämpfen, leider. Macht keine Chance. Wenn den keiner bekämpft, dann werden wir hier auf jeden Fall verlieren. Das war so richtig schlimm. Keine Chance, Leute. Jetzt bin ich auch offen oder relativ offen vor die Artillerie. Ich nehme immer noch einen kritischen Schaden mit. Einfach mal, weil er es verdient hat. Dann nochmal einen oben drauf. Wieder nur ein kritischer Schaden. Diesmal ist es hängen geblieben bisher, aber das reicht natürlich noch nicht aus. Da nochmal kritischen Schaden. Artillerie vielleicht in der Lage oder eher nicht. Ich glaube eher nicht. Okay, Patriot hat sich da gewastet. Gehen wir nochmal aus, kommen nochmal hoch, kommen. Einmal noch. Da kommen wir durch. Mhm, der fällt ab, vier fallen ab. Ja, wir sind leider offen, das ist das Problem. Ich muss hier in Richtung ELC Ebe 90 zielen. Man wird zwar ein bisschen niedergehalten, indem man hier ab und zu mal reinhält. Gehen wir ihm noch eine mit. Hallo? Bitte irgendeiner. Unglaublich. Artillerie nicht in der Lage, da drüben mal einen Schuss anzubringen. Obwohl es der Panzer tatsächlich hier das Gefecht kosten könnte. Zumindest einen Schuss angebracht, aber das nützt natürlich nichts. Gib mir meine mit. Hier nicht richtig rausstellen. Diese kleine Plagegeist, der hinten wartet.
Ah, guck an, die Artillerie hat sich mal dazu entschlossen, da ein bisschen reinzuhalten. Wunderbar, 1850 Schaden aktuell geblockt. Trotzdem sind wir hier noch lange nicht durch mit 4 zu 2. Und unsere beiden Aufklärer nämlich schon verloren, dagegen hat seine beiden noch. Und die Karte ist ja so halbwegs offen. Merken wir gerade, wir verlieren unseren Renegade. Ich habe noch 420 HP, das ist nicht die Welt. Ich muss mich echt zurückhalten hier. Schwierig, schwierig. Komm, zeig dich nochmal. Na, endlich. Ich habe uns mal von diesem Elend da drüben erlöst. Das ist die große Frage, wo sind hier die Mega-TDs? Oh, kritischen Schaden angebracht haben wir auf jeden Fall. Das Fahrzeug steht. Da drüben dürfte, glaube ich, die Schwachstelle bei ihm sein. Geben wir ihm eine mit, jawohl. Zumindest ist das Sichtsystem ein bisschen auseinandergenommen, aber das reicht natürlich noch lange nicht aus. Der VK100 ist da hinten? Steht er echt hinten? Digga. Da bleibt einiges hängen, ich weiß. Ja, wir sind zu hoch. Dürfte aber sich noch ein Schuss ausgehen, denke ich mal. Bleibt der nächste hängen. Tatsächlich, da hinten steht der VK100. Der 28 gibt meine mit. Steht da hinten ideal. Großen und Ganzen. Meine mit. Genau richtig erwischt hat er mich, aber wir haben 1300 Schaden gemacht. Das ist nicht so dolle. Wir haben aber über 2700 Schaden geblockt. Ich glaube, das sagt schon eher ein bisschen was aus. Ja, man kann ihn anbieten. Meiner Meinung nach kann man ihn auf jeden Fall anbieten. Macht Spaß. Wenn man ein bisschen mit den Leuten mit zusammenfährt, ist es auf jeden Fall möglich, ihn vernünftig, ja, nach vorn zu bringen. Wo ist unser Löwe? Alles noch am Leben, okay. Bisonte. IS-3. Löwe ist auch gut dabei. Fährt dann hinten auf der Medium-Linie und gibt das gleich von hinten eine drauf. Also diese völlig übertriebenen Manöver hier. IS-3 kann man dann nicht rausnehmen. Denn SHPTK TVP. Gerade einer der beliebtesten Panzer. Oh! IS-3 nimmt IS-3 raus. 9 zu 9. Ich sage, das Ding ist noch lange nicht durch. Jetzt sind wieder ein Panzer vorne. Unser Arti holt sich den Progetto. Gegner ohne Arti unterwegs. Das ist eine ganz schlechte Idee. Oi. Wie robust ist denn die Kiste, bitteschön? Heide Witzka, du. So, hier haben wir schon eins von diesen Wracks SHPTK TVP. Da oben ist jemand, der möchte unbedingt begrüßt werden. Starker Durchschlag bei dem Panzer hier. Also, der hat auf jeden Fall kein Special Matchmaking verdient. Ist deutlich zu stark. Extrem starker Turm, halt sehr langsam. Dann deutlich über 90 Tonnen. Cooles Gerät auf jeden Fall. Jawoll! Holt sich die IS-3. Auf Premium-Munition, glaube ich, 294 Durchschlag. Das ist schon richtig übel. Blind? Kann man machen. Also, wenn den VK 100 01P da hinten hinstellt, das ist schon eine massive Hasenfußtaktik, die mich unheimlich nervt, dass die Leute da nicht das Fahrzeug nach ihren Möglichkeiten einsetzen. Und zwar angewinkelt bei dem. Für mich absolut unverständlich. Aber die wollen halt nicht. Die haben keine Lust.
Sehe es ein, wenn der schwere Panzer mit 2 Stufen Unterschied, also auf 8 unterwegs ist und gegen 10er antreten muss. Um Himmels Willen. Dann muss er natürlich nicht vorne in die erste Reihe. Mit dem Löwe kann man das machen, mit dem einen oder anderen, ja, anderen Panzer geht das vielleicht auch noch, aber. Jawohl, sehr schön. Artillerie noch oben drauf, die schießt daneben. So ein bisschen weiter vorne, hier beim Tornwagen. Ist da noch ein Schuss dahin? Ja, tatsächlich. Holt sich den Kill, T28 inzwischen auch offen. Oder war inzwischen offen. Alle Fahrzeuge mal offen gewesen. Eben eins davon. Aber ich bin jetzt nicht hundertprozentig zufrieden mit dem Gefecht, das kann ich jetzt nicht so sagen. Aber wir haben es zumindest nicht so schlecht verkauft. Er ist halt kein typischer Medium, also ist jetzt nicht so mobil, dass man sagt, dass sich das unbedingt lohnt. Aber wenn man macht in der Regelmäßigkeit seinen Schaden, man hat es halt nur mit 9ern zu tun, maximal. Ansonsten, wenn es gegen 8er oder gegen 7er geht, oder noch leichter gegen 6er, dann ist es gar nicht mal so schlimm. Dürfte normalerweise gleich das Ende für ihn sein. Artillerie schießt wieder daneben. Und der T28 holt sich noch den AMX M449 Liberty. Wir fahren mal ein bisschen mit dem Löwe mit. Gucken, wie er sich gleich den Sportsfreund krallen dürfte. Nicht wahr, oder? Der ist die echt weggefahren. Da muss man halt cappen. Hilft nichts. Turnwagen hält dann den T28 in Schach. Und wir werden ja die Fahrzeuge gleich beim Cap beobachten. Wir nehmen das Wrack als Möglichkeit, dich zu verstecken. Ja, ist auf der anderen Seite lang gefahren. Da hinten ist ein Baum umgefallen. Hat man gerade gesehen. Da steht er. Beziehungsweise wird gleich hier versuchen hochzufahren, schätze ich mal zumindest. Ja, da kommt er. Hat zumindest probiert, hat auch resettet, sehr gut. Aber ich denke mal, jetzt dürfte es vorbei sein. Hat auch ein T28 keine Chance hier noch den Not auszuziehen, sondern wir werden hier, denke ich mal, mit Cap gewinnen. Letzten 1,59 laufen. Wenn er es nochmal schafft, hier zu resetten, dann herzlichen Glückwunsch. Aber normalerweise müssten wir hier eigentlich sicher sein. Artillerie dürfte eingeimmt sein. Ich schätze mal so in dem Bereich hier. Entweder bei dem Aufgang oder hier drüben. Ne, die bewegt sich. Die Arti bewegt sich tatsächlich. Okay. Aber nach vorne, nicht mehr an die Seite. Verstehe ich nicht so richtig. Egal. Noch 8 Sekunden. Sehen wir den nochmal oder nicht? Keine Chance. Zu langsam. Zu langsam. Wir gewinnen durch Cap. Und ich habe euch, ja, den T26 E4 Super Pershing mal ein bisschen vorgestellt. Eins von zwei Fahrzeugen mit Special Matchmaking auf Stufe 8, das ich empfehlen würde. Ja. Mal gucken, was es dafür gibt. Vielleicht ein Dreier ist es. Viel mehr ist es ganz sicher nicht. Hat zumindest einen entscheidenden Kill gemacht, nämlich der das Spiel über links geöffnet hat. Am ELC EW90, auch wenn es unser einziger Kill war. Ja, mal anwenden, wenn wir schon mal hier sind. Viel gibt es dafür nicht. 881 Basis-XP, natürlich, weil wir gestorben sind, nicht besonders viel. 21 Schüsse abgefeuert, 13 getroffen, 6 verschlagen. Wie gesagt, 202 Durchschlag ist knapp an der Meter vorbei. Gefahrene Strecke, nicht mal 1 Kilometer und das Ganze in 7 Minuten beendet das Gefecht insgesamt 13:43. So sieht's aus. Das ist er. Meine Empfehlung, wenn ihr unbedingt Special Matchmaking Fahrzeug haben wollt. E4 kann man fahren.
Ich würde sagen, wir werfen mal einen Blick auf den IS6B oder IS6. Und das wird ein Replay werden, weil ich habe den Panzer nicht auf dem Account, sondern nur Probe gefahren. Und das sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Da sind wir, wie versprochen, im IS6 sind wir unterwegs. Im absoluten Glücksfall, nämlich Stufe 8 mit 7er und 6er Beteiligung. Und wir haben drauf 27 Schuss Premium-Munition. Sehe ich das richtig? 10 Schuss HE. Also fährt im Premium Only. Verstehe es absolut, dass man gegen viele Achter und die meisten Neuner nur Premium schießen möchte. Mal gucken, was hier gleich das Fahrzeug kann. Ja, 225 mm Durchschlag. Das hat eine IS-3 auf Standardmunition. Und auch ein Defender auf Standardmunition. Also der gehört wirklich maximal gegen Neuner. Maximal gegen Neuner. Aber ist recht flott. Ne, ist nicht recht flott. 988 Meter pro Sekunde. Also ist eher lahm, finde ich. Naja, was soll's. Auf HE haben wir 61 Durchschlag, 760 Meter pro Sekunde, 530 Alpha-Schaden, ist okay. Und wir sind unterwegs auf Karelien. Jawohl, Begegnungsgefecht. Das haben wir auch noch nicht so oft gehabt. Gibt's noch nicht so lange. Der Kamerad hier ist der Shadow of 656. Und hat das Fahrzeug ausgestattet mit zwei Repair-Kits, einem großen und einem kleinen. Weil der wahrscheinlich damit rechnet, dass er oft getrackt wird. Und dementsprechend gern ein bisschen mobiler wäre. So, E25 ist vielleicht mal der erste, der hier deutlich zu offensiv ist. Daneben, komplett einzielen, russische Kanonen können was, aber man muss ihnen halt die Möglichkeit geben, eingezielt zu sein. Da haben wir einen VK-101P. Ja, vorne keine Chance für den T-34-85M. Es gibt keine Stelle, wo ihr da abprallen könnt. Überhaupt nicht. Unsere Wanne muss sein. Da gibt es auch beim VK-100 ordentlich Schaden zu machen. Und es wird ordentlich geblockt. Alle bleiben hängen, alle schießen mit Premium-Munition. E-25 absolut keine Chance, da durchzukommen. 196 Durchschlag. Probleme, nur Probleme. Da ist sie, die Kette wird gezogen, wird natürlich nicht sofort repariert, sondern es wird fleißig geblockt, geblockt, geblockt. Kette reparieren bringt absolut nichts. Es wird nur im Nahkampf gemacht, wenn man es wirklich unbedingt braucht. E25 mit HE macht immer so 6 oder 7 Schaden. Oh, der VZ spielt ebenfalls mit HE mit 27 Schaden. Fahrer aktuell außer Betrieb. Müssen wir ganz kurz auf Pause machen. Warum ist hier der nicht sofort Reanimationskit gezogen worden? Ganz einfach, hat gewartet, ob noch jemand da dem ganzen Kugelhagel zum Opfer wird. Und genauso ist es, der Richtschütze und der Fahrer sind beide außer Gefecht. Ich denke mal, er wird jetzt beide wieder zurückholen ins Leben. E25 bleibt ebenfalls hängen. Artillerie inzwischen den Weg zu uns gefunden. So, holen wir mal beide zurück. VK kommt ebenfalls nochmal durch, schießt mit Premium-Munition, kommt auch an der Premium-Munition hier nicht dran vorbei, dürfte vorne durch die. Ja, hier oben wird wahrscheinlich ein bisschen Schaden durchgekommen sein. Untere Wanne verdeckt er recht gut. Ansonsten ist er angewinkelt. 1500 Schaden geblockt aktuell. Er versucht nach oben zu schießen auf die Kommandantenkuppel. Obere Wanne für uns beim VK-101P absolut nicht zu überschlagen. Jawohl. Untere Wanne geht natürlich locker. Wargaming vor einiger Zeit schon drauf und dran, das Special Matchmaking, die Fahrzeuge nicht mehr zu verkaufen. Allerdings einige verkaufen sich eben doch ganz gut, vor allem wenn man sie ein bisschen verbessert. Wie zum Beispiel im IS-6. Der war vorher eine ganze Ecke schlechter. Hat dann ordentlich, ist dann ordentlich nachgearbeitet worden. Und inzwischen kann man ihn ja recht vernünftig spielen. Wie gesagt, Premium Only fast. Fast absolut sinnig. So. 3 zu 2, das Ding ist noch lange nicht durch. Es wird hinten um den Cap wunderbar gefightet.
und wir haben knapp 2000 Schaden geblockt. Hi. Brauchst du nie probieren, Digga. 364 fängt er sich da. Mit dem nächsten Schuss ist er raus. Fehlt nicht mehr viel. Ah, der ist nicht da. Er hat zwar einen guten Tarnwert, aber so gut ist der Tarnwert dann doch nicht. Unsere Wanne müsste gehen. Jawohl, schön zurückziehen. Gewehrt. VZ mit der. Ja, das müsste die normale Kanone sein. Wir können natürlich versuchen, auf den VZ zu schießen. Würde dann mehr Schaden machen, aber das gefährlichere Gerät ist auf jeden Fall der VK. Mit seinem ticken Pelz. Wenn wir nochmal gucken, wie viel Schaden der geblockt hat. Oder ein Kuppel. Nicht unbedingt eine Schwachstelle. Vor allem nicht so leicht zu durchschlagen. Man muss sie wirklich genau zentral treffen und nicht zu weit unten. Sei man trifft es von der Seite, dann geht's. Bam. Und das raus. So. Gefährlichste Fahrzeug aktuell ist hier auf dem Feld. Unser Kollege im IS-6B. Oder IS-6. Rain 40 Tonnen ebenfalls noch mit einer recht guten Kanone dabei. Da kriegt nochmal die Kette gezogen und wir nehmen ein bisschen Unterstützungsschaden mit. Kein Schuss für uns. 9:5, ziemlich eindeutige Angelegenheit unterm Strich. Auch wenn es am Anfang nicht so aussah, sich der Gegner wirklich gut gewehrt hat. Letzten Endes nützt es nichts. Wenn ich das anschaue, der grüne Kreis da, also die Sichtweite auf dem IS-6 ist wirklich eine Katastrophe. Typisch russischer schwerer Panzer. Macht nicht viel besonders viel Spaß. Musst du nicht schieben. Überhaupt nicht. Ich weiß nicht, der allermobilste, aber man wäre auf jeden Fall recht locker da durchgekommen. Der ist raus, ja. Excalibur T-34-3. T-34-3 ebenfalls ein Panzer mit Special Matchmaking. 196 Durchschlag, so wie der hier. 93 Alpha-Schaden. Such auf der rechten Seite. Hat keinen Treffer. Also was er hier jetzt gerade gemacht hat, mir absolut ein Rätsel. Jawohl, E25 prallt ab, fahr doch durch. Die Su ist kein Problem. Der E25 wird seine Munition an dich verschleudern und das war's dann. Excalibur ebenfalls absolut kein Problem mehr. Einer war noch gar nicht offen. Ist aber jetzt KV-1S. Ein schwerer Panzer auf Stufe 6 hat sich bis zum Schluss zurückgehalten. Kann ich absolut verstehen, wenn es gegen 8er geht, möchte man als 6er schwere Panzer, ja. Nicht unbedingt als erstes zum Opfer fallen. Also übertreibt sie auf jeden Fall mit diesem vor sich her Geschiebe, absolut sinnlos, bringt nichts. E25 nicht in der Lage, da regelmäßig durchzuschlagen. Vielleicht kriegt er ein, zwei Schüsse durch, das war's dann aber. Das ist bei 150 Alpha-Schaden absolut unnötig. Hier das Gefecht so in die Länge zu ziehen. Hätten wir anders machen können. 13:7 steht's, wir haben drüber 3000 Schaden gemacht, wir haben 2725 Schaden geblockt und 585 haben wir aufgeklärt bzw. unterstützt. E25 kommt hier nicht mehr raus. Von allen Zeiten geschlossene Gesellschaft. Gute Nacht, wir holen uns unseren dritten Kill. Und bleibt noch ein Excalibur, aber ich denke mal, da werden wir nicht mehr viel abbekommen davon. Da wird bereits von zwei Seiten gerusht. Er hat nur noch 95 HP. Ja. Also 3339 Schaden werden es am Ende sein. Genau, und 2725 geblockt, 585 Schaden aufgeklärt. Er hätte das deutlich früher zu Ende machen können, hätte vielleicht sogar sich noch den Excalibur holen können. Der E25
ist frontal kaum in der Lage, uns da irgendwie zu durchschlagen. Von daher deutlich zu vorsichtig zum Schluss hin zumindest. Es gibt dafür ein High-Kaliber, eine Stahlwand und noch ein bisschen Gedöns. Das Ganze ist nur ein Einser wert. Wäre vielleicht ein bisschen mehr geworden, ob es für ein M gereicht. Na, ich weiß nicht, ob es für ein M gereicht hätte. 1222 Basis-XP. Wird auf einem recht guten Niveau gefahren. Spätestens seit die IS-6 dann ein bisschen aufgearbeitet wurde vor einigen Updates, kann man mit der wieder halbwegs umgehen. Also meine Empfehlung, wenn ihr mit Special Matchmaking auf Stufe 8 unterwegs sein wollt, sind das die einzigen beiden Fahrzeuge, die ich nicht bedenkenlos empfehlen würde, aber auf die ich mich nochmal einlassen würde. Die anderen könnt ihr meiner Meinung nach auf jeden Fall knicken. Ihr könnt gerne eure eigene Meinung darunter schreiben. Wenn ihr das komplett anders seht, sehe ich das absolut ein. Aber das ist halt das, was ich von den Fahrzeugen halte. So, das soll es von mir gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, Leute, wie immer, draufklicken, Like da lassen und ein Abo für meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns sehr bald wieder und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.